Hallo Welt, da sind wir wieder hier in Appalachia zusammen mit dir, Sarah. Hallo Sarah. Ja, hallo YouTube, hallo Richie. Ja, da sind wir wieder und zwar da, wo wir das letzte Mal gespeichert haben. Mit diesem schleimgrünen Ghoul. Ja, nicht ganz da, wo wir aufgehört haben. Wir waren schon ein Stück weiter. Sollen wir denn alles nochmal durchsuchen oder sollen wir zu der Stelle gehen, an der wir aufgehört haben in der letzten Folge? Ach, wir laufen jetzt einfach weiter, oder? Aber ich muss eben was trinken. Oder gab's da gebratenes Mega-Faultier? Mega-Faultier? Okay. Ich habe ein Stresstrauma, das kann ich gut verstehen. Ja. Oh nee, da sind schon wieder welche. Ja, die sind alle wieder da, deswegen müssen wir dran vorbei huschen. Schleichen. Ja komm, welche Richtung? Ich folge dir. Ja. Unser Ziel ist es, liebe Welt da draußen, unser Ziel ist es, nach Morgantown zurückzukehren und mit Al zu sprechen. Nein, wir haben eine Aufgabe. Rechts oben, wir haben ein Rätsel zu lösen. Löse das Rätsel. Ganz genau. Oh, da ist wer, das bist gar nicht du. Vorsicht! Nein! Level 62, ich glaube, ich spinne. Ja, das ist nicht richtig. Das geht ja mal gar nicht hier. Nein, nein, rennen! Rennen! Das sind zwei schon. Ich kann nicht rennen. Renn weg! Ich bin überladen. Ich auch. Ich bin tot. Noch nicht, ich aber auch. Gleich. Neues bauen. Ja, ich bin tot. Ich bin neues bauen. Ich bin tot! Das fängt ja gut an. Wow. Oh, was für ein Theater. Moment, irgendjemand ist in der Nähe? Armageddon! Ist in der Nähe auf Level 186. Ja, dann soll der sich darum kümmern. Ich hole jetzt mal ein Päckle und dann. Wo bist denn du wieder gespawnt? An dem Bezirksbüro? An derselben Stelle. Oder ja, Ranger-Ausguck. Oh, Ranger-Ausguck. Oh, zu spät. Ah, da bin ich. Ah. Okay. Aber ich bin schon wieder tot. Ich rette dich. Ich hab ja angegriffen. Da bist du. Steh auf. Geht nicht. Papiertüte. Ja, ist meine. Oh nein. Wo ist meine? Da, wo du gestorben bist. Wo bin ich gestorben? Keine Ahnung. Ach Menno. Wieso sind wir hier und nicht irgendwo, wo schön ist? Frag ich mich auch. Hier ist ein Biber. Oh, ein Biber. Hey. Wo sind denn jetzt meine Sachen? Ich brauchst du nicht zu suchen, ich hab sie. Ich hab aus Versehen deine Tüte genommen, weil ich war in Eile. Okay, ist ja egal. Hauptsache. Kannst du meine Tüte nehmen, vielleicht? Wenn du mir zeigst, wo es ist, ich weiß gar nicht, wo du. Wieso kann ich denn nicht rennen? Weil du überladen bist, Richie. Boah, ich bin im Loch. Boah, hier sind überall Löcher. Biber! Oh, niedlich. Wo bist denn du gestorben? Ich komme hier nicht raus aus dem Loch. Ja, renn mal weiter. Hier, ich bin da. Wo ist die Tüte? Die Tüte, da. Oh, jetzt bin ich überladen. Komm, los, Richie. Uah. Und ich sterbe gleich wieder. Ich bin nämlich total verseucht. Aber welchen Pitpot Pitpot. Lauf. Lauf. Ich kann nicht laufen. Oh, ein Vergoldeter ist hinter dir her. Ein Verstrahlter, ein Aufgeblähter. Oh, du lockst sie alle weg, das ist gut. Ja, aber ich sterbe auch wieder. Ich kann nämlich nicht mehr laufen. Nein, jetzt hat er mich. Ah, ich bin tot. Das Gute daran ist, jetzt ist unser Schrott... Ich bin Schrott, tot. Hilfe rufen. Nein, unser Schrottinventar ist jetzt, das ist das Gute, das ist jetzt zusammengelegt. Ja, okay. Bei mir. Okay, Moment. Ich bin total radioaktiv verseucht. Ja. Ich muss mich jetzt erstmal heilen. Ja. Wenn du dabei bist, nimm auch gleich ein Red Axe ein, wenn du hast. Hast du? Ja, ja.
Anyway, was haben wir hier? Schönes Rekrutenomelett. Lecker. Nam, 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 nam. Und Pickaxe Pilsner. Kommt auch gut. Und Posso noch hinterher. Jetzt bin ich wieder zu drin. Oh nein, jetzt habe ich einen Nuka-Cola Quantum getrunken. Ich nehme Nuka-Cherry. Das war alles da. Rein. Was rein? Ja, ja. Eichhörnchen ein bisschen. So. Mir fertig. Geht's gut, ich hab einen Tee. Okay, mir nach. Ja, aber nicht dadurch. Ach so, doch, du musst ja die Sachen wiederholen. Ja, die Sachen brauchen wir schon. Ich bin immer noch überladen. Ich frage mich, von was, wenn mein ganzer Schrott weg ist? Was hab ich denn alles? Die Waffen, Munition ist nicht mehr ganz so schwer. Siehst du irgendwelche? Ja, die sind hinter mir. Seitlich. Folgen sie dir? Nein, Gott sei Dank nicht. Komm. Aber das ist Schleimi, oder? Nee, Schleimi ist tot. Wow, die Maus. Oh, jemand hat Schleimi getötet. Ach. Ja. Und, war was drin? Ach, nur atomarer Abfall. Das wird jetzt ein Weg. Jetzt bin ich auch überladen. Oh. Jetzt aber. Ja. Speichern. Ja. Speichern F5 ganz schnell. Ja, geht mach nicht. Mal. Geht nicht. Ich kann F5 drücken, ja, doch die Taste geht. Ja. Eine Brustblume. Ach, hier kann ich doch niemals rüberspringen über diesen Graben. Da kommen wir nie wieder raus, wenn wir da einmal reinfallen. Ja. Hilft nichts. Wir müssen rein. In den Graben. Ja. Hirnpilz mitnehmen? Für schöne Hirnpilzsuppe nachher? Oh ja, nicht schlecht. Lecker. Hoffentlich sind hier keine gefährlichen Viecher. Nö. Ich zieh mein Schwert. Hier ist nichts Gefährliches. Hier kann man raus. Gut. Und hier kann man wieder rein. Ja. Hat sich voll gelohnt. Du leidest an Rettwürmern. Auch noch. Was machen die Rettwürmer? Moment. Ich glaube, die ziehen dir Wasser und Lebensmittel ab. Okay, dann nehme ich eine Heilsalbe. Hilft das? Du bist bereits bei voller Gesundheit. Nein. Das... bin immer noch irgendwie verseucht oder so. Aha. Ach doch, ich habe mich erholt von meinem Rett. Mein Gott, ich bin voll auf Drogen. auf Alkohol. Ja, eigentlich waren wir schon ein ganzes Stück weiter. Sollen wir die Ja. Ja? Sollen wir die Sachen gleich teilen? Ja, wenn wir nicht weiter schleppen. Kannst du Bescheid sagen, gibt's halt was drüber. Oder wie gesagt, eben ein Camp aufschlagen, damit wir eine blaue Kiste bauen können. Das wäre noch eine Idee. Ja. Was? Karotten. Hast du genommen? Ja. Ja, die findet man nicht überall. Da kann man vielleicht einen Karottensaft nachher draus machen. Ich meine, wir wären schon ziemlich weit hier. Da waren noch Wölfe da oben. Da haben wir doch gedacht, wir wären Händler, oder nicht, im letzten Part. Ja, und ich glaube, wir müssen links oder rechts rum. Ich glaube, wir sind rechts rumgegangen, ausnahmsweise. Ja, wir sind oder? Rechts rum, genau. Das war der Weg, ganz genau. Und wir haben da so eine Cross-Motocross-Strecke gefunden. Da haben wir nämlich aufgehört, auf dem Dach. Allerdings war da kein Speicherpunkt. Da war ja auch nichts zu entdecken. Ich glaube, die Speicherpunkte sind immer da, wo man was entdecken kann. Nicht immer, aber da ist es schon relativ sicher, dass da ein Speicherpunkt ist, wenn man was entdeckt hat. Ich folge dir. Okay. Ich bin gerade am gucken, sollen wir hier so hoch oder gehen wir hier weiter? Ich schlage vor, dass wir den Weg nehmen mal.
Tja, was ist das? Das war eine Fliege. Ah. Die folgt mir schon seit dem Sumpf. Vielleicht rieche ich nicht gut. Oder für Fliegen zu gut. Da hinten schimmert's grün. Oh ja. Ja, das scheint ein Gebäude oder so etwas zu sein. Ich höre es bimmeln. Aber aufpassen, da sind Wölfe. Ach, Wölfe. Ja, doch, Wölfe. Nein. Ich nehme mal eben das Dingen. Das hat genug Munition. Vielleicht bin ich deswegen so gefüllt. Bist du hier den Steinberg hoch? Ja. Ich gehe einfach den Weg. Ich komme. Ist aber nichts Gefährliches hier. Ich habe schon geguckt. Wenn du das sagst. Hörst du es bimmeln? Ja. Ich habe früher immer gedacht, an der Bimmel wäre ein Speicherpunkt, aber das ist, glaube ich, nicht so. Es sind doch die Windspiele, oder nicht? Ja. So, ich hole dich wieder für 2 Meter. Ja, die gib mir das sicher ausguck. Da müssen wir rauf. Hier ist was. Ach, Baseballgranate. Ich habe keine Lust auf Baseballgranate. Oder? Ja. Kann man gut verkaufen, die Dinger. Und gut werfen. Ja. Wenn man sie richtig benutzt. Oh, ein Dixie-Klo. Ich muss mal. Echt? Warte. Nee, doch nicht. Ich bin schon rauf. Toilettpapier hängt noch da. Ja, ich komme auch. Hier ist doch sonst nichts, oder? Ich habe schon mal vorgesammelt. Huch. Eine Säge, da hat jemand hier Karotten und Mais und so geerntet. Mit Sägen ist jemand hier an den Garten gegangen. Ja, wer weiß, wie stabil das ganze Zeug mittlerweile geworden ist. Oh, hier hat aber jemand viel angepflanzt. Hier sind auch Tato-Pflanzen. Alles hier. Na, dann wissen wir ja schon, was uns oben erwartet. Eine Kochstelle? Oh, hoffen wir mal. Karotten. Ganz viele Karotten nehme ich hier mit. Karottensuppe machen. Und Mais. Oh, Kochherd. Aha. Oh, oh je. Sind sie hinüber? Ja. Ruhe in Frieden. Aber ist hier keine Geschichte dabei? Auf dem Tisch liegt eine. Warte, ich entsperre eben die Kiste. Nur 21 Haarklammern? Oh. Ich bin zu verwöhnt vom Fallout 4. Aha. 38er Haarklammer, goldene Tasche und Vorkriegsgeld. Lumpel mit Kapuze. Okay, dann... Lesen wir erst das. Okay. Wie heißt das Ganze? Geralds Notiz. Okay, Geralds Notiz. Darf ich lesen? Liebes Handy, bin heute aufgewacht und du warst fort. Aber irgendwie weiß ich, dass auch ich bald fort sein werde. Die vergangenen 4 Jahre waren die glücklichste Zeit meines Lebens. Die Welt unter uns ist verrückt geworden, doch hier oben gedeihen unsere Pflanzen. Deine Blumen blühen immer noch, an manchen Tagen kann ich sogar alles vergessen. Ich werde bald wieder bei dir sein, liebes Geralt. Ob das der Geralt ist, du weißt schon? Sind die beiden. Welcher Geralt? Der Geralt. Heißt der Geralt? Geralt, der Witcher? Ach so, Geralt. Ach so, den meinst du. Ja, der heißt auch Geralt, aber der wird mit T geschrieben. Ach so. Kann das sein, dass du sehr viel Holz dabei hattest? Ja. Jetzt hast du gar nichts mehr, oder?
Oh, Bauplan modernen Küchentische und Skalpell. Du kochst hier, dann koch ich drinnen. Ich glaube, du hast kein Holz. Ich habe dein ganzes Holz. Nö, ich kann aber kochen. Ach. Zumindest abgekochtes Wasser. Soll ich denn deine Sachen jetzt auf den Boden werfen hier? Möchtest du die wieder haben, deinen Schrott? Ach, wenn du nicht tragen willst. Nun, kann ich dir wiedergeben. War das denn, das war nur Schrott, was du da verloren hast, oder? Ich glaube, man verliert nur Schrott, oder? Dann gebe ich dir alles an Schrott, was ich habe. Ist das okay? Ja. Dann bist du aber ganz schön überladen. Einen ganzen Schrott von dir auch? Weil ich nicht mehr weiß, was was war. Ach, wir bauen ja eh zusammen. Mach halbe halbe. Und nicht alles. Damit kann ich gar nicht mehr laufen. Das wird schwierig, halbe halbe. Na, ich versuch's mal. Also mach mal ein egal was, schmeiß mir hin. Und ja. Ich versuch zu halbieren, okay? Ja. Großzügig, wie ich bin. Nee, Holz habe ich immer noch 270 Stück. Das wundert mich. Wer läuft? Läufst Was? Du da? Ach, du läufst. Ich stehe hier. Naja, Sachen brauche ich ja auch schon, so ein paar. Eben. Zum Reparieren. Allerdings findet man ja an jeder Ecke auch was. Oh, Silber, kein Gold. Bist du fertig, bis lege ich mich eine Runde zu den Leichen. Oh, schön. Oh je. Schnarch natürlich auch noch. Ja, komm, genug. Genug geschnarcht. So, die Hälfte ist gar nicht so ohne, das alles aufzuteilen durch zwei. Aber ich habe großzügig geteilt. Ja. Wenn ich was brauche oder du was brauchst, können wir ja gucken. Jep. Schön und gut, die haben hier oben gelebt, aber wurden die nie angegriffen? Scheinbar nicht. Kann ja sein, dass so. Da bisschen was in Ordnung war, noch nicht alles mutiert ist. Die Hälfte liegt hier in der Tür, aber mich wundert, dass ich immer noch überladen bin. Da stimmt doch was nicht. Berghaxen habe ich gemacht. Ich habe reichlich Getränke gemacht. Und Suppen, glaube ich, was. Ich jetzt gleich allen erhöhen. Ja, ja. Okay. Ich habe gleich einen ganz dicken Bauch. Ach, ich bin schon nicht mehr überladen. Gut. Gut, für so, viel gegessen. Ich trage es ja eigentlich im Bauch immer noch mit mir herum. Und dann sind wir schon am Ende der Folge hier oben. Ja. Angelangt. Oh, Moment, haben wir oben gar nicht geguckt, oder? Was wir hier entdecken, so. Ach nee, stimmt. Warte, ich komme nochmal hoch. Das können wir ja noch kurz machen. Genau, Gebiet aktivieren. Ausspähen. Und damit bedanken wir uns für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.